Wir befinden uns im Anflug auf unsere Basis hier auf dem Planeten, der auch nicht mehr wirklich den Namen hat, den wir schon mal vergeben haben. Ich bin mir fast sicher, dass ich auch diesen Planeten umbenannt habe. Und jetzt heißt er irgendwie Okin irgendwas. Ganz komisch. Okin Omega heißt er. Ich tippe einfach mal, dass das durch das letzte Update wieder sich zurückgesetzt hat oder was weiß ich. Es ist ein bisschen schade. Bremsen. Weil, ne? Haben uns doch ein bisschen Mühe gegeben haben, aber jetzt, na gut. Unser Heimatplanet heißt Okin Omega. Ich schau mal, oh, richtig gut gelandet sogar hier auf der Oberfläche. Schau mal kurz hier rein bei den Entdeckungen. Ich weiß nicht, wieso ich den nochmal hochladen kann. Und ich habe ihn wirklich vergessen. Die beiden, ne? Eigentlich haben wir ja die ersten Systeme immer komplett erkundet. Die beiden sind plötzlich jetzt nicht hochgeladen und auch nicht benannt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich den benannt habe, den Planeten. Aber da werde ich mir was überlegen. Bis zur nächsten Folge. Okay, also wir bauen uns ein Portal. Dass ich... wo finde ich das denn? Hier ist es. Ein Basis-Teleporter-Modul aus ionisiertem Kobalt und einem Ionen-Akku. Und dann setzen wir das, ich würde mal sagen, hier erstmal her. Kann ich es hier irgendwo hinsetzen? Mitten in die Prärie vielleicht? Lass mich es erstmal hierher setzen. Wunderbar. Und jetzt schauen wir mal, wo wir beim letzten Mal waren. Das müsste Ulinegz sein. Das System. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Osten Außenposten. Was ist denn Osten Außenposten? Ulinegz Zentrum. Ah, sehr schön. Ah, das ist wunderbar. Also, wir können wieder zurück nach Ulinegz Zentrum. Allerdings, bevor wir das machen, ich will noch ein bisschen raffinieren hier. Ich habe so viel Kupfer jetzt mitgenommen. Dass ich das erstmal umwandeln möchte. 125. Wir brauchen da... Ich würde sagen, ich wandle komplett alles Kupfer um, das ich jetzt hier gefunden habe. Auch wenn es ein bisschen dauert, aber dann können wir in der Zwischenzeit schauen, ob wir vielleicht noch das ein oder andere bauen. Oder einfach auch mal durchatmen. Ne? Nach dem ganzen Stress jetzt hier gestrandet. Was ist denn das da unten? Empfindungsfähige Pflanze. Ja, ja. Nach dem ganzen Stress, den wir jetzt hatten, jetzt mit dem Portal hier, können wir wieder zurückkehren, Gott sei Dank. Und bauen können wir... Mal gucken, wir können einfach... Ja, wir können nur das Blöde, den Korridor können wir nur bauen. Das ist alles. Was, wer bist du denn? Habe ich dich schon entdeckt? Ja. Unser persönliches Haustier, bleib mal hier. Oh, ich habe keinen Ferritstaub mehr. Dann können wir ja in der Zwischenzeit nochmal was abbauen. Ferritstaub und Kohlenstoff. Wir haben ja auch schon einige Bäume abgebaut. Ich habe mir aber nicht gemerkt, wo das war. Deswegen wäre es mal interessant zu wissen, ob die Bäume wieder zurückwachsen. Aber ich glaube fast nicht. Also diesen prächtigen Baum hier will ich auf alle Fälle stehen lassen. Der ist schön. Der gefällt mir. Wir haben noch Koordinaten bekommen. Allerdings werde ich die Koordinaten jetzt mal gewissentlich ignorieren. Wir werden uns wieder zum Originalsystem, zum letzten uns bekannten System zurück aufmachen. Damit wir in der Geschichte weiterkommen. Mit Atlas. So, wie sieht es aus? Du bist schon fertig?
Jawohl. Dann machen wir hier gleich mal weiter. Treibstoff haben wir noch. Und wir brauchen das chromatische Metall für bestimmte Dinge. Und zwar einmal, um einen Slot freizuschalten. Das ist eigentlich unser nächstes Ziel hier. Reise zu den Koordinaten des Fremden. Ah, wobei, nee, das war ja hier. Das ist das. Ist es das hier? Die Koordinaten des Fremden. Da müssen wir fast doch noch hin. Dann müssen wir fast doch noch zu diesen Koordinaten hin. Ich würde fast ja sagen. Und freischalten. Multiwerkzeug war das. 130 von 200. Haben wir da sonst... Wir sollten doch auch noch irgendwas bauen, oder? Wir sollten doch auch noch was bauen. Ah, das hier. Gefangene Nanode. Okay, wir bauen das mal. Aber bringt das jetzt irgendwas, oder... Es ist nichts passiert. Sieht ein bisschen aus wie die Antimaterie. Sich chromatisches Metall sammeln, um gefangene Nanode herzustellen. Und hier, wenn wir es komplett neu herstellen, brauchen wir... Ach so, nee, wir brauchen noch 70 mehr. Wir haben noch 30. Ich dachte schon, wenn man dann als zweites oder drittes nochmal was herstellt, dass man dann weniger Verbrauch hat, aber nur daran, weil wir schon 30 Einheiten chromatisches Metall haben. Ich werde es mal nur eins herstellen. Muss jetzt nicht sein, dass wir hier noch weitermachen. So, haben wir noch Kupfer? Wir haben noch einmal Kupfer. Ja, ansonsten können wir hier nicht viel machen. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Das sind halt komische Pflanzen in komischen Gläsern. In einem komischen Haus, aber ansonsten... Keine Ahnung, keine Ahnung. Die leuchten halt ein bisschen. Haben mal geleuchtet. Jetzt offenbar nicht mehr. Wir hatten doch auch eine Lampe hier drin. Die aber ziemlich geblendet hat. Ah, ich sehe schon. Wir müssen uns das schön einrichten. Wir brauchen auf alle Fälle mehr Teile zum Bauen. Und dann können wir das machen. Aber ansonsten macht das ja keinen Sinn, dass wir hier eine Holzhütte bauen. Eine große. Ich will da schon was Futuristisches bauen. Ist ja eigentlich Wächter. Ich bin bisher noch nicht bedroht worden. Unser Häuschen hier heißt ja Braustübel. Ne? Und jetzt müssten wir für unseren Planeten müssten wir auch noch einen Namen finden. Was passt denn zu Braustübel? Ich werde mir das zwischen den Folgen überlegen, dann müsst ihr hier nicht so lang raten. Wenn ihr Namen habt für Planeten und ähnliches, dann immer raus damit. Vorzugsweise natürlich bayerische. Aber ich habe gedacht, bevor mir dann irgendwann die bayerischen Begriffe ausgehen, dann gern auch irgendwie so typisch hessisch oder typisch berlinerisch oder irgendwie sowas. Einfach schön Dialekt. Allerdings brauche ich die mit Übersetzung natürlich. Das ist ganz wichtig. Oh, da kommen nur 25 chromatische Metalle her. What? Aus 250 Kupfer? Ne, 100. 125 müssen doch da rauskommen. Wir nehmen noch hier den Kohlenstoff raus. Ah, wir hatten keinen Kohlenstoff mehr, das kann sein. Ist ja egal. Also, wir nehmen das mal raus hier. Ich würde gern den Kohlenstoff rausnehmen. Kann ich nicht. Wenn er einmal drin ist, kann ich ihn nur wieder mitnehmen. Nö. Wenn ich die Raffinerie abbaue. Na gut. Dann machen wir uns auf den Weg zu
diesen Koordinaten und schauen uns das nochmal an, was das ist. Und dann müssen wir halt hier nochmal landen. Aber ich will wissen, ob da noch irgendwie eine Quest weitergeht. Oder ob wir jetzt irgendwie durch einen Bug oder was auch immer erneut eine Quest bekommen, die wir aber eigentlich schon erledigt haben. Wäre halt richtig doof. So. Unbekannter Mond, ne? So, ich bremse mal kurz ab. Wir müssen nämlich nicht zur uralten Ruine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen wieder die ganzen Frachter hier rein. Oh mein Gott. Oh, da sind wir elegant durch. Durch den Asteroiden durchgeschubst. Alter. So, hier müssen wir hoch. Wahrscheinlich ist das war ja ganz zu Anfang die Riesenstation, die gestrandet ist irgendwo. Ein Riesenfrachterschiff war das. Das sieht mir nicht wie Frachterschiff aus, das sieht mir wie ein kleines Schiff aus. Tatsächlich, da könnten wir uns eventuell ein neues Schiff holen. Sehe ich das richtig? Was haben wir denn hier? Wir brauchen Bio-Eingabesensor, chromatisches Metall, sehr gut. Natriumnitrat haben wir leider nicht. Wo bekomme ich denn Natriumnitrat her? Wahrscheinlich aus Natrium, raffiniertes Natrium. Okay, wir probieren es mal. Natrium. Natrium, Nitrat. Ich glaube 5 Stück, oder? 5 Stück. Müssten erreichen. Da sagt er nur gzt, gzt. Es gibt keine Lebenszeichen, man hört nur das Rauschen eines beschädigten Kommunikators. Aufzeichnungen extrahieren. Welche Nachricht auch immer hier einst war, wurde unwiderruflich verschlüsselt. Das einzige, was ich entziffern kann, ist der Name des Piloten, Artemis. Wer auch immer das war, ist längst fort. Die einzigen intakten Daten sind ein Satz Pläne, ein Upgrade für meinen Bergbaustrahl. Der Impulswerfer, spezielle Schnellfeueraufsatz für das Multiwerkzeug. Der Impulswerfer leitet die Optik des Multiwerkzeugs so um, dass eingefügte metallische Elemente ionisiert werden. Diese Projektile werden im Schnellfeuer abgefeuert und bombardieren potenzielle Ziele mit einer Welle aus hochenergetischem Plasma. Na gut, können wir noch was anderes plündern? Ah, jetzt brauchen wir nochmal 5 Natriumnitrat, das darf doch nicht wahr sein. Raffiniere Deuterium. Wir sollen den Impulswerfer jetzt bauen. Ah, muss das jetzt sein? Müssen wir jetzt nicht machen. Wir haben andere Prioritäten aktuell. Ich brauche nochmal 5 Stück. Und dann schauen wir uns noch an, ob das Schiff gut ist. Das Schiff ist halt schon ziemlich kaputt. Aber da habe ich einen Trick mitbekommen. Wenn man das Schiff mitnehmen würde, theoretisch, wenn es also richtig, richtig gut ist, das Schiff, dass es sich lohnt, gegen uns das hier mitzunehmen, gegen unser anderes, dann könnte man das mitnehmen, könnten zur nächsten Handelsstation fliegen und könnten es dort verkaufen. Und mit der Kohle, mit der guten Kohle, könnten wir uns dann ein viel besseres kaufen, wo dann die Slots auch wieder frei sind. Wir schauen uns das gleich mal an. Weil die Slots sind hier nämlich alle
dermaßen beschädigt und kaputt. Und dann muss man die immer erst aufwendig reparieren, wenn man das Schiff behalten will. Das macht keinen Sinn. Haben wir jetzt Natriumnitrat? Nee, wir haben Raumschiffstarttreibstoff bekommen. Ja, okay. Kann man mitnehmen. So, dann schauen wir mal. Was das für ein Brocken ist. Also groß sieht er schon aus. Oh, 34 Plätze hätte er. 34 Plätze. Er hat Startschubdüsen, Impulshyperantrieb hat er. Photonkanone, effiziente Düsen. Ist auch alles kaputt. Das meine ich, ne? Also es macht ja keinen Sinn, dass man das hier alles bereinigt. Da muss man ja die ganzen Materialien besorgen. Deswegen, dass man das Schiff dann sich mitnimmt und dann verkauft. Wir schauen mal, es ist ein Transporter Typ C. Wir haben aktuell 27, da sind jetzt 34 drin. Bin mir nicht sicher, ob 34, nee, da oben würden nochmal Plätze. Ich glaube 37 ist das Maximum, könnte ich mir vorstellen. Wobei 1, 34, 65, 37, 39, 40, 41 wird das Maximum sein. Dann wird 41 das Maximum sein, ja. Aber jetzt, wir haben halt unser schon schön ausgebaut, ne? Das ist jetzt schon ganz gut. Zuerst die Fracht übertragen. Nee, wir kaufen es nicht. Wir lassen es mal hier. Wenn es jetzt ein richtig geiles Schiff gewesen wäre, dann hätte ich es mitgenommen. Aber das lassen wir jetzt. Gut, wir haben irgendwo ein Pluszeichen. Was ist denn das Pluszeichen? Gesundheitsstärkung. Ich komme wieder mal nicht weiter, ne? Ihr merkt schon. Wie viele Planeten haben wir jetzt bisher erkundet? Ich glaube, Systeme haben wir, glaube ich, 4 oder 5 erkundet. Wir sind schon bei Folge mittlerweile 46. Das ist so der Hammer. Ich weiß ja nicht, wie viele Planeten und Systeme wir brauchen bis zum Mittelpunkt der Galaxie. Aber ich gehe da jetzt einfach mal von 30, 40 aus. Wenn es reicht. Da könnt ihr euch schon vorstellen, wie das folgenmäßig dann läuft. Ne? Okay, also wir gehen zurück zur Basis. Fliegen zurück zur Basis. Ah, werde ich jetzt wieder angegriffen? Kann ich nochmal? Ah, ich will doch... Oh, wir sind nochmal... Oh, da haben wir jetzt... Ah, Glück gehabt. Doch nicht gehabt. Kann ich nochmal? Meine Güte, so viele Schiffe. Ich bin ja überhaupt nicht bereit jetzt, ne? Wir haben ja auch kein Natrium jetzt. Wir haben ja überhaupt kein Natrium. Oder fast kein Natrium. Alter, reg mich auf. Können wir nochmal aufladen? Oh ja, wir haben noch ein bisschen Natrium. Sehr gut. So ist eigentlich die Steuerung so langsam lahmarschig hier. So, 2 sind weg. Ich glaube, 4 waren es insgesamt. Oh, ist das nervig. Ich will nur in Ruhe erkunden. Oh, es waren doch noch mal 2. Sind relativ schnell kaputt. Aber ist halt nervig, ne? Ist halt nervig. So, könnt ihr mir nicht jetzt ganz normal hier rumfliegen lassen? Wir haben noch einen Grußkanal, den wir prüfen müssen. Wo, sagt er. Ist da draußen jemand? Es ist draußen. Etwas stimmt nicht mit. Ich sage dem Fremden, dass ich ihn hören kann. Einen Moment lang herrscht Stille. Das einzige Geräusch, das ich höre, ist das Hintergrundrauschen der kosmischen Strahlung. Den Typ hier, den haben wir bisher noch nicht getroffen, oder?
Der sieht jetzt nicht aus wie Viking oder die anderen, die, wie heißen die anderen? Duck oder so? Du hast mich gefunden. Ach, Artemis steht hier oben. Es gibt nur so wenig Licht. Ich dachte wirklich, ich würde nie wieder von einer anderen Seele hören. Wie hast du meine Stimme gefunden? Erwähne das abgestürzte Schiff. Ich erzähle dem Fremden vom verlassenen Schiffswrack und wie ich die ID seines Kommunikators im Notrufsignal entdeckt habe. Es ist draußen, aber ich glaube, ich bin sicher. Es gibt 16 von ihnen und sie sehen wie... Frag mal, wo er ist. In den Augen des Fremden spiegeln sich Angst und Verwirrung wieder. Nach ein paar Momenten der Stille wendet er sich flehend an mich. Du weißt nicht, wer du bist, oder? Es hat mich belogen, es hat alle belogen. Der Ton bricht ab, aber sein Gesicht ist immer noch da, stumm, bevor es endgültig verschwindet. Was meint er denn damit? Artemis braucht meine Hilfe, ich muss einen Weg finden, das Signal zu verstärken. Aber, ich wollte doch... Wir haben doch die Quest schon gemacht, bin ich jetzt blöd? Wir haben doch die Quest schon gemacht, da müssen wir doch irgendwie dann die komischen Funksachen triangulieren oder so. Willst du mich verarschen? Es ist alles durcheinander. Wir sollen einen Fernsender lokalisieren. Ich verstehe es nicht. Wir haben das doch schon mal gemacht. Das kommt mir so bekannt vor. Oder ich habe es mal in früheren Durchgängen gemacht. Jetzt müssen wir es doch nochmal machen. Es tut mir leid. Aber ich bin echt am Ende mit den Nerven jetzt. Ich weiß nicht, was passiert. Ob es daran liegt, weil wir jetzt wieder in dieses System gesprungen sind und dieses System offenbar neu aufgebaut wurde mit neuen Planeten durch Patch, was auch immer. Oder an was auch immer das sonst liegt. Ich weiß es nicht. Ich hätte schwören können, wir haben hier schon das Signal mal verstärkt. Ha. Wir machen mal weiter, vielleicht fällt es mir irgendwann auf noch. Die schon gemacht haben. Ist natürlich blöd, wenn sich jetzt irgendwie unsere Questreihe komplett zurückgesetzt hat. So, wir müssen hier irgendwie reinkommen. So, Sendeturm. Sind wir jetzt? Oh, hier, okay. Wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. Das ist jetzt ein bisschen anders wie die anderen. 1, 2, 6, 24, 120. Ha. 1, 2, 6. 1 mal 2. Nee. Einmal 1 ist 2. Nee, einmal 1 ist 1. 2 mal 2. 6. 3 mal 6. Einmal 2. Nee, 24 mal. Ich schätze jetzt einfach mal. Ich würde jetzt mal sagen. 620. Nein, kein Signal gefunden. Alles kaputt. Jetzt. Jetzt müssen wir einen anderen Sender finden. Oh. Meine Güte. Oh, wir sind schon weit über die Zeit. Ich suche mal einen anderen Sender. Weil der ist jetzt offenbar, haben wir den jetzt kaputt gemacht. Das tut mir wahnsinnig leid. Holoterminus entdeckt. Holoterminus. 1165 Units entfernt. Okay. Dann machen wir das. Ich werde mal hier rüberfliegen. Und dann probieren wir es nochmal. Bis gleich.